Ja, wir wollen natürlich möglichst schnell reich werden, Millionär werden, und da wir natürlich YouTube-süchtig sind, schauen wir uns mal auf YouTube an, was uns dort YouTube so bietet, vorschlägt. Also all möglichen Kram, wahrscheinlich habe ich zu viel Mist geklickt gestern Abend. Politik, heiße Girls, okay, alles super, aber müssen wir uns mal hier kurz Aktien eingeben, YouTube. Das kennen wir ja schon, das interessiert uns nicht. Aktionär, Finanznerd, Tradermacher. Jetzt die Trump-Aktie kaufen. Wenn man sehr gerissene Titel, da muss man dann, da wird man sehr neugierig und muss man dann da drauf klicken. Ne? 1000, nochmal 1000%. Boah. Nee, das ist mir too much. Vier Aktien mit kurzfristigem Potenzial. Ja, BYD-Aktie habe ich schon nachgekauft. Oh, ja, mal hier mit vier kurzfristiges Kapital, Potenzial, das hört sich doch gut an. Extreme Dividenden. Ja, also vier Aktien, die wir natürlich jetzt im Schnelldurchlauf. Hat er hier einen Timer drinnen? Nein, hat er nicht. Also meine Empfehlung, mach hier die vier Timer, wenn du schon ganz konkret vier Aktien ansprichst. Idealerweise hast du dort unten diese Timestamps. Das ist ja. Ich persönlich davon ausgehe, dass sie kurzfristig einiges am Potenzial haben. Mit kurzfristig meine ich in den nächsten Tagen, beziehungsweise spätestens ein, zwei Wochen, dass dort Renditen erzielt werden können in guten Der Dancing-Aktien-Nerd. Bei welchen Aktien du aktuell Potenzial siehst für kurzfristige Renditen. Das Ganze kurzfristig ist natürlich immer ein bisschen spekulativer als auf die langfristige Sicht, aber ich habe dir dementsprechend auch Aktien rausgesucht, die auch langfristig interessant wären und dementsprechend auch ja, durchaus ein bisschen Polster hätten, falls das jetzt nicht aufgeht kurzfristig, dass man langfristig trotzdem noch mit Erfolg. Ja, so PayPal habe ich natürlich auch. Ich habe PayPal gekauft. Ich habe die natürlich im Sparplan, aber ich habe die auch einmal mit 3000 Euro gekauft und das war genau hier bei 300 Dollar. Und dann sind die natürlich ewig hier unten gewesen. Und dann sind sie raufgegangen und haben mir gedacht, ui, endlich wieder beim Einstandspreis. Und jetzt sacken die Schweine wieder ab. Also es ist schon echt frustrierend, diese PayPal-Aktie. Ich bin immer gespannt, was dieser Typ hier sagt. Ich weiß nicht, warum da oben der Aktionär Stempel hat. Wahrscheinlich, weil er die Plattform nutzt. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es gesponsert, was weiß ich. Jetzt machen wir hier auf normalen Speed und hören uns mal an, was. Haben kann. Die erste Aktie ist die PayPal-Aktie. Die ist ja auch schon sehr, sehr stark gelaufen in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren. Wir schauen uns hier am Anfang immer die Gesamtperspektive der letzten 10 Jahre an. Die kostet mittlerweile 207,30 Euro, die Aktie. Und die Gesamtperspektive der letzten Jahre möchte ich mir einfach mal noch mit euch anschauen, damit wir das in ein Gesamtbild einordnen können. Wir schauen natürlich jetzt auch gleich kurzfristig nochmal das Chartbild an. Aber langfristig ist der Trend ganz klar nach oben gerichtet bei PayPal. Ganz klar in den letzten Monaten auch stark gewesen, wegen dem Schub der Digitalisierung seit März 2020, wo ja sich einiges in den Onlinehandel und in die Digitalisierung quasi aus den lokalen Geschäften in den Onlinehandel geflüchtet hat oder flüchten musste. Und ja, PayPal hat jetzt vor einigen Tagen, also diese Woche jetzt erst, mit Nachricht, mit Schlagzeile gemacht, nämlich indem sie gesagt haben, sie wollen Pinterest kaufen. Beziehungsweise da haben sie selber ja noch gar nichts zu gesagt, sondern erstmal nur durch eine Nachrichtenagentur ist das rausgekommen. Und das wäre natürlich ein sehr, sehr teures Investment. Also Pinterest soll sehr, sehr viel Geld kosten, mehrere Milliarden. Und dementsprechend, das kommt natürlich erstmal nicht gut an bei Anlegern, weil die wollen natürlich Umsätze und Gewinne haben und so eine kurzfristige Akquise von so einem Social-Media-Unternehmen, wo jetzt auch noch gar nicht klar ist, was damit machen wollen, ja, ist dann doch erstmal sehr, sehr eine Verunsicherung an den Börsen. Grundsätzlich hilft das aber natürlich. Also wenn so eine Akquise da ist, dann ist das in der Regel so, dass das ja dann auch neues Potenzial bringt und die Aktie hat aber erstmal sehr, sehr schwach darauf reagiert, also sehr, sehr stark abgestürzt und mittlerweile sind wir an so einer Art kleinen Bodenbildung. Wir haben ja auch so einen kleinen Widerstand. Also klar, wir schauen uns das hier in Euro an. Wichtig ist der Dollarkurs, weil es eine amerikanische Aktie ist, aber hier sind wir an einem kleinen Widerstand, wo ich persönlich sagen würde, PayPal ist hier tatsächlich, du siehst es auch hier, da haben wir in den letzten Monaten auch schon immer wieder eine Aufwärtsbewegung nach oben gehabt, nach einer ja, Bewegung nach unten und dementsprechend hier so bei 207, 205 Euro. Wie gesagt, in Dollar ist das wichtiger, aber in dem Fall haben wir jetzt einfach mal die Euro-Ansicht, damit ihr es eben auch ja, sehen könnt in Euro.
Haben wir hier wirklich eine gute Widerstandslinie, wo ich persönlich sage, okay, hier könnte der Kurs jetzt nach oben drehen. PayPal sollte sich natürlich auch zu den Plänen äußern, was da jetzt genau geplant ist oder wo auch der Benefit von diesem Kauf von Pinterest ist. Ist ja noch kein fixer Kauf, ist ja erstmal nur eine Spekulation, aber das Ganze hier für mich sowohl langfristig als auch kurzfristig definitiv ein Investment wert und deswegen PayPal für mich hier eine Investition. Dann kommen wir zu. Ja, sehen wir mal notiert. Also Pinterest, okay, das ist ja noch gar nicht raus. Das war ja nur eine Nachricht. Also von daher, da hat sich Pepper selber noch gar nicht dazu geäußert. In keinster Weise finde ich jetzt ein bisschen in der Luft hängen noch das Ganze, um damit überhaupt schon zu spekulieren. Und dann Onlinehandel. Ja, aber andere haben den Onlinehandel auch profitiert. Es gibt ja noch ein paar Sachen, also es hat aber gleichzeitig, ja, PayPal hat Onlinehandel, aber PayPal hat gleichzeitig auch mehr Konkurrenz bekommen. Ja? Also PayPal ist ja letztendlich nichts anderes wie ein Fintech. Und da gibt es jetzt einige mehr, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Und die sozusagen auch teilweise auf Cryptocurrencies basiert sind. Facebook möchte quasi Zum zweiten Unternehmen. Google Pay und Facebook Coin und so weiter. Also es gibt immer mehr, es ist so ähnlich wie bei Netflix, ja. Also PayPal war einer der ersten, wo man quasi ja, online bezahlen konnte, recht gut, ja, ohne dass man jetzt Visa-Karten, also Kreditkarten hätte benötigt. Und das Ganze global auch sehr stark verbreitet. Also ich halte meine Stücke, aber jetzt hier nochmal kurz einzusteigen, weiß nicht, Sparplan und so habe ich ja eh. Also die Fallhöhe, schauen wir mal kurz. Ich finde halt einfach auch die Fallhöhe extremst. Ja. Also das ist ja letztendlich hier, das war dann fast ein Verdreifacher und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ja. Ich sehe hier einfach keinen Burggraben. Ja. Also Google und solche Aktien, Amazon. Da habe ich kein Problem mit so einem Chart einzusteigen. Aber bei PayPal sehe ich den Burggraben einfach nicht. Das ist meine Meinung. Wie ist denn deine Meinung dazu? Kannst du mir gerne mal. Langfristig als auch kurzfristig definitiv ein Investment wert und PayPal für mich hier eine Investition. Dann kommen wir zum zweiten Unternehmen, nämlich ASML, in dem Fall ein Unternehmen aus den Niederlanden und der Marktführer in Lithografiemaschinen für die. Da habe ich überhaupt keine Meinung dazu. Was gibt es da noch für einen dritten? Also hier Timestamps, Junge, Timestamps. Facebook. Yeah, Facebook. Und das schauen wir uns dann später mal an. Da mache ich dann noch ein extra Video dazu. Ich habe jetzt nicht mehr Zeit. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Hau rein. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg da draußen. Ich habe mit meinem Depot, mein Depot, das hat in den letzten 4 Wochen ungefähr 12% gemacht. Also gestern an der Spitze 13%. Und das ist natürlich sehr erfreulich. Das ist eine Menge Kohle für mich. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass das natürlich nicht immer so weitergeht, ne? Weil dann war ja letztendlich am Jahresende, also wenn es jetzt so weitergeht, dann hätte ich am Jahresende nochmal quasi ein Verdoppler oder sowas, aber von dem gesamten Portfolio, das wird nicht passieren. Von daher, ja, wird es auf jeden Fall irgendwann mal ein Korrektürchen geben. Einfach schon mal mental darauf einstellen, weil es kann nicht sein, dass jede, also quasi du 1 bis 2% am Tag machst oder andersrum 3 bis 5% die Woche. Ne? Das kann ja nicht sein. So gut ist kein Portfolio aufgestellt, obwohl ich schon ein paar Positionen drin habe, die sich sozusagen immer ein bisschen ausgleichen. Zum Beispiel aktuell Nel-Asa vergleicht sich wieder ein bisschen aus mit den Ölaktien, die jetzt wieder ein bisschen abgeschwächt wurden. Ja, Gazprom hat sich, sagen wir mal, so ein bisschen dümpelt jetzt gerade so um die 9 Dollar rum, um die 9-Euro-Marke. Wie ich es auch vorher gesagt habe, dass da oben eben so eine Art wirklich starker Widerstand ist. Dafür gibt es dann wieder andere Aktien wie Lithium oder so, die wieder angezogen sind. Und so gleicht es immer ein bisschen aus. In der Summe in einem Monat 12, 13%. Ich hoffe, das hält sich. Ja, und aber ich habe natürlich auch meine Bedenken, dass wir bis zum, dass die Rallye so weitergeht bis zum Dezember oder also irgendwann kommt natürlich wieder die Korrektur, das ist ganz klar, ne? Also es ist ja alles zyklisch. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.